Guten Morgen miteinander. Ich bin Katrin und es ist kurz nach 5 Uhr am Morgen. Wir sind hier auf einem wunderschönen Lago di Lugano. Wir treffen jetzt gerade zwei Fischer. Unser Ziel von heute ist, dass wir feine Felchen finden, weil mit denen kochen wir später in einer herzigen Grotte direkt am See ein ganz feines Fischgericht. Kommt mit! Ich bin Katrin, wie heißt ihr? René! Ja, René, freut mich. Und du? Hermando. Hermando, so schön. Erzähl mal, was machen die denn da genau? Mit den Fischen. So schön Wetter, ohne Wind, mit dem Fräulein auf dem Schirm. Ja, das ist hier. Viel Eis für den Fisch. Oh, nicht viel, es kostet, eh? Nein. Also wir tun jetzt noch ein bisschen Eis über die drei schönen Fische und nachher würde ich sagen, gehen wir zu Nicolas Grotte, oder? Ja, Grotte, gut, gut. Anche quello di chef in wild, di filet. Siamo pronti, perfetto. Puoi andare in cucina. Grazie. Buon appetito. Grazie per i tuoi clienti. Grazie mille. Ciao. Vado. Ciao. Perfetto, anche mi go kochen mit dem Nicola. Danke vielmals, René. Merci. Super schöner Morgen gsi. Danke, dass du so geholfen hast. Nicola, wo sind wir da? Erzähl mal schnell. Siamo alle cantine di Gandria. E prima era una casa privata. So, und wir fangen jetzt an kochen. Und zwar gibt es heute sehr ein feines Sommergericht. Und zwar mit den Felchenfilet, die wir im Luganosee heute gefischt haben. Und dazu gibt es Sommergemüse, ein richtig feines Betty Bossi-Gericht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Mit Rüebli-Schälen. Den schneiden wir eigentlich gar nicht gross. Und dann machen wir eigentlich so kleine Schiffchen. Und dann schneiden wir den fein schieben. Jetzt haben wir noch zwei Zwiebeln. Die braucht es unbedingt. Passt immer super zum Fisch. Dieses Gemüse haben wir. Jetzt geht es abbraten. Perfektes Timing! Ho pensato che cucinare viene sete. Oh. Mir gefällt es bei euch im Tessin. Hai voglia di bere? Danke vielmals. Grazie a voi. Grazie. So, das Gemüse ist jetzt 5 Minuten am Anbraten. Jetzt kommen noch die Zwiebeln dazu. Und jetzt eigentlich könntest du gerade die Orangen machen. Da bin ich. Bitteschön. So. Grazie. Und ich nehme noch ein Schlückchen. Jedes Sommergericht braucht frische Kräuter. Mhm. Wir haben Rosmarino. Rosmarino, brava. Und dann noch ein bisschen Thymian haben wir jetzt hier. Jetzt haben wir einfach nur noch den Deckel drauf und lassen das Ganze für 5 Minuten köcheln. An welchem Punkt siamo, Katrin? Wir haben jetzt gerade das Gemüse fertig, entgrötet, schön geputzt. Sono proprio bravi. Perfekt. Genau so mit die aussehen, oder? Dann doch die schon in die Pfanne. Und zwar zuerst mit der Haut nach unten. Etwa 1,5 Minuten muss jetzt den abröteln und dann kehren wir. Und dann braucht er nur noch etwa 1 Minute und ist eigentlich dann schon ready. Ich nehme das Gemüse schon mal in die Nähe, weil nachher müssen wir eigentlich nur noch den Fisch drauf anrichten und es ist schon fertig. So. Wow. Nur noch ein bisschen Salbei. Den tun wir auch im Öl anbröteln. Der kommt jetzt noch über unseren Fisch. Wir sind so gut wie fertig. Nicola, bist du fertig? Es fehlt eigentlich nur noch etwas und zwar der Pepe della Valle Maggia. Der Tisch ist gedeckt. Wir dürfen jetzt probieren. Mit. Te ne servo metà, va bene? Sì, grazie. Sei gut aus? Sì. Ja. Ja, und auch euch nochmal da draußen an der Prost. Mega schön, sind ihr mit dabei gewesen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich durfte einen fantastischen Tag hier verbringen in der Region von Lugano. Wir geniessen es jetzt und ja, fangen mal an probieren, würde ich sagen.